Willkommen zurück, meine lieben Freunde, bei meinem Let's Play Arcanum. Das letzte Mal haben wir hier einige von den Mini-Quests erfüllt auf der Insel der Verzweiflung, oder Isle of Despair, wie es im Englischen heißt. Auf dieser Insel haben wir noch genau drei Dinge zu tun. Eine Mini-Quest, nämlich das, da gibt es irgendein Monster in der Wildnis. Ich muss zugeben, ich habe das ja schon gesucht, aber habe es nicht gefunden. Deswegen habe ich in der Pause zwischen den letzten Aufnahmen kurz nachgeschaut, wie es möglich ist, dieses Viech zu finden. Und tatsächlich gibt es im Norden der Stadt, also wenn man sich da die Karte anschaut, da oben, also sehe ich das jetzt sogar, da gibt es Spuren. Und wenn man diesen Spuren folgt, Die muss man allerdings finden, diese Spuren. Das heißt, man muss irgendwie außen rumrennen, damit man sie findet. Und wenn man sie gefunden hat, kann man ihnen folgen in Richtung Norden. Und dann findet man auch ein Monster. Das zweite, was wir noch tun können, ich weiß nicht, ob ich das machen werde, ist, ihr seht dieses runde Ding hier in der Mitte der Stadt, das ist der Pit, da kann man kämpfen, allerdings muss man dort alleine kämpfen, das heißt, man muss die drei anderen Typen da stehen lassen und runtergehen, und ich bin jetzt nicht so der großartige Kämpfer. Ich meine, weiß ich nicht, Vielleicht können wir das ja mit Magie schaffen. Was war sie? Auf jeden Fall würde uns das relativ viele Erfahrungspunkte bringen und wir sind eh knapp vor dem nächsten Erfahrungslevel. Und das dritte, das ist eigentlich der Grund, warum wir überhaupt hier sind, wir müssen mit Lockhair sprechen. Das ist der Anführer der Kolonie und ich würde fast sagen, dass damit fangen wir jetzt einmal an. Also eigentlich ist das nicht unser Auftrag, mit ihm zu sprechen. Eigentlich ist unser Auftrag, den Schwarzberg-Clan zu finden. Aber er wird uns mehr über den Schwarzberg-Clan sagen können. Da bin ich mir relativ sicher. Dann haben wir den Schlüssel von dem Oger gekriegt, nachdem es klar war, dass wir... Nachdem wir ja freundlich ihm gegenüber waren, naja, da schaut es ja richtig schön aus hier herinnen. Da gibt es sogar ein Bild und ein Buch und eine Kiste. Naja, wurscht. Dwarf Bandit. Der erste Zwerg, den wir hier treffen. Eigentlich sollte man da einen ganzen Stamm finden auf dieser Insel. Laut dem, was der Zwerg in den Schwarzbergminen gesagt hat. Zwerge treten nur einzeln auf, offensichtlich. Be quick about it. Hello, I wish to speak with Torvald. Ah, Torvald, nicht Lockhair. Lockhair heißt irgendein anderer Zwerg, von dem ich schon gehört habe. What is your business here? Ogden, let me in. I'm looking to speak with Torvald. You are speaking to him. Are you the only dwarf on this island? How did you come to be leader of this people? Good day to you. No. I've been the only dwarf here for the last 100 years. Sent here unjustly, I might add. Where is the rest of the Black Mountain Clan? Black Mountain Clan? There's no Black Mountainers here. I'm the only dwarf that has ever lived on this rock. You're not of the Black Mountain Clan? I'm Torvald Two-Stones of the Wheel Clan. Ah, der ist aus dem Rad-Clan. Das sind die, die den Black Mountain Clan verbannt haben oder ausgestoßen haben aus der Community of Dwarfs oder so irgendwie könnte man das nennen. You're a bit off in your direction. The Black Mountain Clan is the northernmost region of the Stonewall Mountains. I have been there, their mines are deserted, or it's obvious that you're going to be of no help to me, good day. Ja, das ist gut, da können wir gleich aufhören. Okay, nein, wir nehmen das erste natürlich. That is strange. But why is it you believe that they are here? They were to be banished here by order of the Wheel Clan. Why
Don't you tell me, it was your clan who banished them here. Ja, allerdings, wenn du zugehört hast, müsstest du wissen, dass er gesagt hat, dass er seit 100 Jahren hier ist. Und so lange kann es noch nicht her sein, dass sie verbannt sind. Weil das muss zu Lebzeiten vom, wie heißt er, vom Menschen, vom, wie heißt dieser Typ, der mit der Dampfmaschine. Ja, aber schließlich der Grund, warum sie verbannt wurden. Und nachdem der noch lebt und ich nicht annehme, dass er schon weit über 100 Jahre ist, müssen sie ja vor, naja, sagen wir mal 30 Jahren, 40 Jahren verbannt worden sein. Woher soll er das dann wissen? Who told you this? A feeble-minded dwarf hidden deep in their mines. What was his name? He said his name was Gudmund. Gudmund? Gudmund Orbender and I were friends, but in no way was he feeble-minded. He was once the bravest he was one, nicht once. Also, liest man wieder Sachen, die man gar nicht lesen sollte. He was one of the bravest warriors I knew. I find it hard to imagine that he could have become feeble-minded in such a short time. Such a short time is good. The story he told was very disturbing. What did he tell you? Tell him Gudmund's story of the banishment. The whole clan gone by my clan involving themselves with magics? None of this makes sense. Have you spoken to the Wheel Clan about this? I don't even know where the Wheel Clan is, do you? Of course I do. Na, immerhin ist er ja von dort. Hey, das hat mich auch in den nächsten Level gebracht. Here, I'll mark your map, but knowing its location will not be enough. What do you mean? To keep outworlders, our clan has created an optical illusion of the grandest scale, using glass and mirrors, which makes the entrance of our mine look as if it never existed. Then how do you get in? A pair of special made spectacles, which use thin slices of Cotorn crystal. As lenses, wie schon gesagt, an das konnte ich mich noch erinnern. Every member of the Wheeled Clan has a pair. I still have mine. I need those glasses to get into the Wheeled Clan. Can I use them? I'll get you off this island if you get me into the Wheeled Clan. I thank you for your help. Bye. Immer das zweite Mal. No, I don't believe you'll ever be leaving this island alive anyways. Why do you say that? Did you think you could land a boat on this island without anyone knowing? I'm sure that it's already been captured and your captain thrown to the sharks. Then come with me. With you by my side, they will let us past. That is my problem. But I still need your spectacles. Sounds tempting, but it is too risky. I am in a good position here, and I don't want to jeopardize it. If the men discovered I had joined up with you and was planning on leaving them here to rot, it would mean both of our heads. Then give me the spectacles. You have nothing to lose. Are you a dwarf or a gnome? Do you want off this rock or not? Suit yourself. I'm getting off this rock one way or another. Na gut. Wir könnten ihn natürlich beleidigen, aber dann kriegen wir die Dings sicher nicht. Then give me the spectacles. Nothing to lose, my life, the spectacles, are you dim? No, hear me out. Go on. I'll think of something. If I fail to take back the ship, tell your men I stole them. Thanks for a moment. Howald, time is crucial. I must get my ship back, please. Very well. Wir warten noch. Very well. Say you do get off the island, then what? I'll tell your clan of your situation and they will come to your aid. Hoffentlich. I'll give you the spectacles, but you must swear that you will tell my clan of my situation here. I swear. Truth, natürlich. Wir sind die Guten. Here you are.
He hands you the spectacles. Tatsächlich hätten wir sie nicht gebraucht, weil, wie schon gesagt, ich wusste ja noch, dass wir die brauchen. Und deswegen habe ich mir die Kator-Kristalle aufgehoben. Die kann man nämlich in eine Brille umwandeln. Ihr könnt euch erinnern, in Ashbury haben wir einen Brillenmacher gefunden. Das schien relativ seltsam zu sein, dass wir sowas finden, weil ich meine, wie viele Brillen kann ein Spieler brauchen in dem Spiel? Und die Brillen kann man auch in irgendwelchen anderen Läden schon kaufen. Auf jeden Fall, der kann einem aus den Kator-Kristallen eine Brille machen. Here you are. He hands you the spectacles. Can I ask you some other questions? Yes, what is it you wish to know? Wirklich Zeitdruck haben wir sowieso nie, aber wir müssen jetzt beim Schiff, soweit ich mich entsinnen kann, kämpfen tatsächlich. How did you end up here? Nothing ever, no, how did you end up here? I was defending the honor of my clan. The bloated, thick-headed gnomes and their laws. Huh, das mit den Gnomes hätte ich sagen sollen, vielleicht wäre er dann wirklich mitgekommen. The bloated, thick-headed gnomes and their laws had me shipped off to this rock. Also Gnome sind nicht sehr beliebt bei den Zwergen. I'm sure they had their reasons. What did you do? Perhaps your clan's honor was not worth defending. I was in a pub minding my own affairs when I overheard a gnomish merchant mouthing off, or noch besser, about how the Wheel Clan was just a bunch of cheap, worthless ditch diggers. Go on. I confronted him and told him to apologize. He would not. Instead, he let his liquor do his talking for him. So I let my fist do mine. Okay. It only took one solid hit and he was gone. Gone, weak-necked bastards. Na ja, klar. The next day I was shipped off to this rock. Could I ask you some more questions? Yes, what is it you wish to know? Na, das habe ich schon. Nothing, never mind. Ich dachte, ich könnte ihn noch fragen, wie er der Anführer von hier geworden ist. So, schauen wir mal. Wir haben Wheel Clan Spectacles. Schau an, nicht schlecht. Das heißt, diese ganzen Kator-Kristalle hätten wir uns sparen können. Wir haben sogar 4 von denen. Okay, wir haben 2 neue Aufträge dadurch gekriegt. Wir sollen zum Wheel Clan gehen, um dort über den Black Mountain Clan zu sprechen, und außerdem soll man denen erzählen, dass der Torwald auf der Insel ist. Na gut, das sollte gehen. Außerdem sollten wir nach Dörnholm gehen, weil wir haben ja diesen Maximilian getroffen, der offensichtlich der rechtmäßige König von Dörnholm ist. Das werden wir wahrscheinlich tun als nächstes. Einfach deshalb, weil das ist eigentlich eine Sidequest und wir wollen nicht zu schnell in der Hauptquest voranschreiten. In Ashbury haben wir auch einen Haufen Sidequests noch zu erfüllen. So, steigen wir mal auf. Was brauchen wir? Um die nächste Stufe an Zaubern zu machen, brauchen wir Willpower 15. Das heißt, wir müssen mindestens auf Willpower 15 kommen. Und da brauchen wir Willpower 18. Wir müssen mindestens auf Willpower 18 kommen, damit wir das da alles können. Dann machen wir mal Willpower 15. Wir kriegen sogar 2 Punkte, wenn wir Level 20 sind. Yay! Sollen wir gleich auf 16 raufgehen? Oder Charisma weiter rauf. Ich hätte ganz gern noch einen vierten Typen, der mit uns mitrennt, so schlecht wie wir sind, kämpfmäßig. Ah, so viele Dinge, die wir machen wollen. Und dafür brauchen wir Charisma 15, 18. Also wir müssten mindestens auf Charisma. Bei Persuasion würde ich auch ganz gern noch eins höher raufgehen. Das heißt, wir werden auch Charisma erhöhen.
zumindest auf 15, dass wir Persuasion 4 erreichen können. Mhm. Na gut, hätten wir das erledigt. Das ist die Nummer 1 von den drei Dingen, die wir machen wollten. Ich glaube, bevor wir jetzt rausgehen in Richtung Schiff, werden wir noch... Da werden wir aber abspeichern vorher, weil da könnten wir sterben. Ein paar Kämpfe im Pit machen, um noch ein bisschen an Erfahrung zu gewinnen. Außerdem, ich glaube, da gibt es ein paar Sachen, die man auch kriegen kann. Schauen wir mal. The old man before you is lean and scarred. Watch your step here, lad. This ain't the place for a weak spine. Perhaps you'd better move on. Really? And who might you be to think so? Don't mean to be bother. Might I ask who you are? Ah, this isn't tough. He regards you silently, then breaks into a smile. That's the spirit, lad. You might just have a little backbone yet. I'm called Gorin, Master of the Pit. Ja klar, mit dem müssen wir tough reden, immerhin ist er Pitmaster. What's your business here? Just taking a look around, Gorin. What is this pit? This here be the pit, lad. If there's a problem between two inmates here on the island, this is usually where it's resolved. Here, or by Torvald Two Stones. Men do a lot of gambling on the outcomes, and there's a few men and women who make their way on the island by fighting here all the time. Do you have time for more questions? What is it you've been needing to know, lad? I'm here to schedule a fight. Really now? Ogden sent you over here to fight, boy? I don't know if that means he likes you or hates you. The old man laughs heartily. No matter. We'll see soon enough what you're made of. You'll be fighting with whatever you got on you. Other than that, there ain't no rules. Only one man walks out of the pit, boy. Are you ready to fight? I remember that, Gorin. I'm ready. Send me in. Gorin looks behind you. Oh, I didn't tell you. You go into the bad pit alone, lad. You can't be bringing your friends down there. They'll have to wait until you're done fighting. Come back when you're ready. I'm leaving now. Na gut, dann... Sagen wir mal, wait. 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 Mhm. Schauen wir mal. Ah! Das war ein Fehler. Ich bin so ein Idiot. Ich hätte vorher noch... Ach Gott. Ich hätte schon zaubern können. Agility of Fire. Machen wir da. Borak. Level 10. Ich glaube, das sollten wir doch irgendwie schaffen. Ah, oder auch nicht. Bist du irre? Kann mich dodgen. Bist du irre? Der macht Schaden. Na gut, das war ein Fehler, glaube ich. Na gut, dann machen wir mal Dings. Machen wir mal feste drauf. Ah, verdammt, zu spät. Man kann sich die Sachen nehmen von ihnen. What is it that you want of me? I'm ready to get going when you are. Don't
What would you? I'm ready to follow you, sir. So, na gut, ich weiß nicht, ob ich das weitermachen will. Das hat mich doch ziemlich viel Lebenspunkte gekostet. Und das war das Schwächste von denen. Na gut. Ein bisschen Erfahrungspunkte haben wir gekriegt. Herz, was willst du mehr? Gehen wir mal raus. Draußen müssen wir noch mal kämpfen, fürchte ich. Der Pit ist jetzt nicht so wichtig. Und wir haben eh so, wir sind eh schon Level 20. Ich weiß nicht, ich glaube mehr ist Level 30 oder Level 50. Ich weiß nicht genau, ob man Level 30 das Maximum ist. Wenn Level 30 das Maximum ist, dann haben wir die bald erreicht. Aber ich glaube Level 50 ist das Maximum. Ich hoffe es zumindest. Gehen wir mal zum Schiff. Mhm. Huch. Unser Captain ist ziemlich mächtig, offensichtlich. Wir müssen doch nicht kämpfen. Ah. Das ist ja nett. Gratis Geld. Ahoy, lady. What have you found about the Black Mountain Clan? Plenty. But what happened here, Captain? Who are these men? Bloody inmates. Thought they'd come out here and play at being swashbucklers. As if old Teach is going to let a bunch of scurvy landlubbers... Landlubbers is a good word. Board the Gypsy Shadow. I just gave them what was coming to them, lady. Nicely done, Captain. Let's get out of here. I won't be sad to leave this place. Nein, 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 ich will nicht weg von hier. Looks like we'll be heading back to Ashbury then. I'm ready when you are. Nein, ich wollte doch dieses Viech. Ach Gott, ich bin so ein Idiot. Ich glaube, ich sollte nochmal laden. Oder vergessen auf das Viech, ist ja wurscht. So wichtig ist es auch wieder nicht. Man muss nicht alle Sidequests erfüllen. So, wenn auf die Isle of Despair kommen wir, so glaube ich nicht mehr. Tschüss, Captain. So. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr dabei. Gut, ich kann mich erinnern, wir hatten in Ashbury ein paar Sidequests. Und zwar, die haben wir hier so gefunden bei den Rumors. Oh Gott, wir haben schon viele Rumors gehört. Das heißt, hier ist Dionan Ortgen. Rumor has it, that a rather snobby wizard is like... Ja, gut. That there are some old ruins to the northwest of Ashbury over the Grey Mountain. The ruins are purported to contain an altar made of solid gold. Das klingt cool. Rumor has it that Kendrick Wales, a local author, is writing a book but won't tell anyone what it's about. Okay, das ist mir wurscht. Rumor has it that Edward Teach Nan. Ah, 617 W 528 S. Da gibt's irgendwas. Haben wir auch schon. There is rumor around Ashbury of a mysterious ancient shipwreck. Shipwreck klingt gut. Somewhere up the coast from Ashbury. No one has ever returned from exploring it. Das machen wir, glaube ich, als erstes. Und nachher machen wir vielleicht das 617W528S. Es könnte sein, dass das gleiche ist wie das, was hier steht. Mit den Ruinen. Die Ruinen wären auch cool. Diese kleinen Sidequests machen wir jetzt, bevor wir irgendwas mit der Hauptquest weitermachen. Dafür müssen wir aus Ashbury raus. Wie kommen wir am besten raus aus Ashbury? Wo ist denn da der beste Ausgang? Oh Gott, nicht in die Richtung. Ashbury ist zu groß. Und da geht's raus.
gut. So, kann ich das irgendwie... Machen wir gleich so. Und dann hier rundherum müssen. Ist nicht so einfach aus Ashbury rauszukommen, das ist nicht so nett. Und dann, wie schon gesagt, vielleicht nach Dernholm als nächstes. Dernholm ist riesig, bevor wir quasi die nächste Quest erfüllen. Bevor wir zum Wheelchair-Clan gehen. Nicht Wheelchair, das ist gut. Ich bin so dumm. Habe ich noch einen Kaffee? Nö. Gut, aber die halbe Stunde ist eh bald aus. Schauen wir mal, ob wir das Shipwreck finden. So, die Küste entlang rauf. So. Na. Normalerweise findet man auf so eine Art und Weise die Sachen. Ha. Stop. Ancient Shipwreck klingt gut. Huch. Ein Geisterschiff. Das nenne ich doch mal rasch in das Geschehen einsteigen. Zunächst einmal machen wir das. Und dann... Was nicht, wenn wir den auf den schießen, treffen wir die anderen beiden auch? Oder auf den treffen wir zwei auch? Ja, wir treffen die beiden, das ist gut. Noch ein zweites Mal. Au, hörst du auf mich zu schlagen? Mhm. So, noch einmal schießen wir noch. Ah, noch einmal kann man schießen. Hört ja auf, den armen Virgil anzugreifen. Ist noch eines. Aber können wir noch etwas warten, bevor wir irgendwas angreifen, bis meine meine magische Energie wieder etwas größer ist. Ach, da kommt da schon der nächste. Okay, den müssen wir so bekämpfen. Ist aber eigentlich egal, weil der hat eh schon keine Lebenspunkte mehr. Den habe sogar ich erledigt. Meine Güte, bin ich gut. Da ist noch ein Skelett. Gibt es doch irgendwas zu plündern?
Schaut irgendwie nicht so aus. Heißt das, das Einzige, was wir hier machen können, ist irgendwelche Skelette killen? Na, okay. Na schauen. Habe ich doch gut gemacht. Hörst du auf mich zu schlagen? Fettes Skelett. Was das? Mehr gibt's hier nicht? Na, das schaut nach einem Weg aus da. Oh, ist das ein Weg? Oder auch nicht. Nö, kein Weg. Ach, oh Gott, gibt es mit Shipwreck irgendwas, was wir anklicken können? Können wir direkt zum Shipwreck? Können wir dort rein vielleicht sogar? Totes Greater Skeleton. Das war's. Ein paar tote Skelette. Arg. Und die Skelette kann man nicht mal ausplündern. Ist ja nett, dass sie das gemacht haben, aber okay, das war mal das. So, dann haben sie gemeint im Nordwesten, also dann haben wir irgendwie eine Koordinaten haben wir auch gekriegt. Wo ist das mit den Koordinaten? Ich meine, das ist einfach zu finden. 617 W, 528 Süd, 617 westlich, 617, 528. Ah, 617. Kann man das da vielleicht eingeben? Nein. 617, 528. Das ist da oben. Warte mal, ist es wirklich 528? 528, ja. 617, 528. Achso. Das könnte wahrscheinlich wirklich dieser... natürlich nicht hin. Können wir da hin? Na gut, ist egal. Ich werde für heute Schluss machen. Das ist wahrscheinlich wirklich dieses Ding, was sie vorhin gemeint haben mit dem Tempel. Da müssen wir irgendwie durch die Wendigrot-Wüste oder so irgendwie, glaube ich. Also bis dahin, meine Herrschaften, wünsche ich euch viel Spaß und einen schönen neuen Tag. Bis dahin.